Damit wir uns beim Zeichnen des Schnittes mit der herausgeklappten Hilfskonstruktion leichter tun, werden wir auf die gedrehte Grundrissdarstellung wechseln. Schalten wir dafür aus diesem Werkzeug hier unten die Menüleiste ein. Im Menü Ansicht, welches erschienen ist, können wir eine gedrehte Grundrissdarstellung aktivieren. Mit einem Drehwinkel, welcher unten eingegeben wird mit 90 Grad, geben wir das ein, Enter. Dann sehen wir die Projektion, wie diese dargestellt wird, und können beginnen, die ersten Linien zu zeichnen.